Ja, hier im Einkaufszentrum Bella Vista in San Fernando, und ich stelle euch heute mal hier einen neuen Laden vor. Und ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt schon hier ein paar neue Lädchen. Da haben wir einmal hier drüben ein Nagelstudio Milano und hier drüben eine kleine Boutique. So, und wir lassen uns jetzt hier mal überraschen im Insularte. Sieht ja alles sehr schön aus hier, schön gemacht. Ich zeige euch das mal. Schöne Deko hier an den Wänden. Coffee and Design nennt sich dieser Laden. Ja, ist mal was anderes. Und die Sachen sind sogar zu verkaufen. Ja, hier eine schicke Banane. Das wäre doch mal was. Also Coffee and Design. Hier drüben haben wir erstmal die süßen Sachen. Belegte Brote. Und hier gibt es noch mehr Design. Ja, das sind eigentlich interessante, schöne Sachen hier. Gut zu wissen. Natürlich sind ein paar Sachen dabei, die sind etwas teurer, aber im Großen und Ganzen alles noch bezahlbar. Bisschen was Poppiges. Hier unten zum Beispiel diese Blumenvase, die sieht sehr schick aus, finde ich. Mal was anderes. Ja, also richtig interessante Sachen. Sowas sieht man auch nicht überall. Und alles noch im guten Rahmen. Ja, und auch die Tische sind sehr interessant. Sind alle verschieden. So, hier mal einen Blick auf die Karte. Also verschiedene Cafés, richtig viele Sorten. Dann gibt es Sandwiches, Ensalada, also Salate, Smoothies, Joghurt und verschiedene Tees. So, ja, also was sage ich euch, man sitzt hier sehr nett, es ist recht günstig, Café con Leche 1,50 Euro, dann die Sandwiches, die sie da an der Auslage haben, die oberen, die kann man auch warm bekommen, 1,90 €, also alles im wirklich grünen Bereich, gute Preise und ist auch alles lecker. Und man kann sich hier ein kleines Detail mitnehmen als Geschenk oder als Andenken. Das ist doch mal was Besonderes. Und man sitzt hier schön, ist alles schön dekoriert. Also probiert es ganz einfach mal. Und damit sage ich euch dann tschüss und macht's gut. Bis bald.